Hallo und herzlich willkommen zu einem mal etwas anderen Video. Und zwar wurde ich mal wieder getaggt von der lieben Zenobia. Ja, dieses Mal sind es etwas andere Fragen, aber die hängen auch mit Gaming und Zocken zusammen. Und ich habe als erstes überlegt, ob ich da nebenher ein Spiel laufen lasse, aber dann dachte ich mir, nee, mag ich nicht. Ich lasse es lieber so, wie es jetzt ist. Gut, dann kommen wir zu den Fragen. So, die erste Frage. Wie alt bist du und wann hast du mit dem Zocken angefangen? Ich bin jetzt 20 Jahre alt. Ja, wurde vor knapp 2 Monaten 20. Und ich habe... Gott, wann habe ich mit dem Zocken angefangen? Ich glaube mit 5 oder 6 Jahren. Ich bin mir aber nicht sicher, weil... ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall habe ich durch meine Nachbarn angefangen, das weiß ich noch. Die hatten früher die Nintendo und so Zeugs und Gameboy und alles. Und mit denen habe ich dann halt immer Pokémon und Mario gezockt und so weiter und so fort. Ja. Mit denen habe ich dann auch einfach die Spiele gespielt und damit bin ich auch in Berührung gekommen, wie man sicher aus dem Interview auch schon weiß. So, die zweite Frage. Was war deine Einstiegskonsole und wie kamst du zu ihr? Ja, meine eigene Einstiegskonsole, die ich selbst hatte, die war die Nintendo 64, wenn ich mich nicht irre, und die haben meine Eltern gekauft. Ja, die hat meine... Nee, meine Mutter hat die gekauft. Ich weiß nicht mehr, wie sie auf die Idee kam. Ich glaube, die hat sie von der Patentante von meiner Schwester abgekauft, weil die zwei hatten. Und dann dachte sie sich, okay, gibt's coole Spiele. Und hat sie halt gekauft. Und dann hatten wir da immer die Pokémon Puzzle League. Und da haben meine Eltern beide dran gezockt immer. Und die haben so sehr trainiert, dass die mich immer abgezockt haben früher. Wie alt war ich denn da? Gott, das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, da war ich 9, 10. 9 oder 10 Jahre alt. Keine Ahnung. Ja, aber das war die Einstiegskonsole. Und danach hatte ich einen Game Boy Advance. Eigentlich relativ... kurze Zeit danach, den habe ich mir selbst zusammengespart vom Weihnachtsgeld, soviel ich weiß, habe ich zusammen mit der Pokémon Saphir gekauft und ich hatte halt so einen, Gott, wie nennt man das? Auf jeden Fall war der Nintendo DS so blau und durchsichtig. Nicht Nintendo DS, Game Boy Advance. Oh mein Gott, ich verplapper mich hier total. Ja, das war so ein durchsichtiges Blau. Ich habe den Begriff gerade nicht im Kopf. Ja, und den habe ich mir selbst gekauft. Mit der Pokémon Saphir. Deswegen wird auch die Saphir-Edition für immer was ganz Besonderes sein. Das war die erste, allererste eigene Pokémon-Edition, die ich mir selbst gekauft habe. Alle anderen habe ich ausgeliehen oder geschenkt bekommen. Die davor. Und ja, Pokémon Saphir war wirklich meine allererste eigene. Und es war, glaube ich, auch die erste auf dem Game Boy Advance. Die davor waren, glaube ich, alle Game Boy, Game Boy Color und so Zeugs. Ja. Gut, dann kommen wir gleich mal zur dritten Frage. Welche Games hast du im Kindesalter gerne gespielt? Wie ich bereits gesagt habe, Pokémon, vor allem Pokémon Saphir dann, ganz viel. Das war, wenn ich mich auch noch dran erinnere, das ist einfach, ich kann es nicht beschreiben, das ist einfach ein tolles Gefühl. Da natürlich Mario ganz viel, vor allem Super Mario 64, ja, Mario Kart, Pokémon Puzzle League, Pokémon Stadium. Dann habe ich das eine Super Smash Bros. Glaube ich gespielt, ja. Zelda habe ich ganz viel gespielt auf dem Game Boy Color. Die Oracle of Seasons und was habe ich da noch? Oracle of Ages habe ich ganz oft gespielt und oft gefailt natürlich. Dann habe ich Luigi's Island, Yoshi's Island, oh Gott, ich komme schon total durcheinander. Yoshi's Island bei meinen damaligen Kindheitsfreunden gespielt und mit denen dann auch so anderes auf der Super Nintendo, Mario und so weiter. Das ziemlich oft, nur die Mutter war dann immer sauer und von denen. Und da mussten wir mal gucken, dass sie gerade schläft, wenn wir das gespielt haben. Das war total lustig. Ja, gut. Wir waren ziemlich oft bei denen, aber dann ist irgendwann die Mutter von denen gestorben und dann sind die weggezogen und da war ich total traurig. Ich glaube, ich habe dann 3 Stunden geheult, deswegen, weil die einfach, es waren einfach ziemlich gute Freunde. Ja,
Und danach hatte ich aber, glaube ich, gar keinen Kontakt mehr zu denen. Welche Games spielst du momentan am häufigsten? Ja, ich spiele momentan Pokémon Schwarze 2, Pokémon Heart Gold, dann die ganzen Spiele, die ich auf Steam habe, das wären, Moment, Don't Starve, natürlich die Spiele, die ich jetzt play, Terraria, Gott, Huntero, Hammer Herzschmerz, Kingdom Hearts, Chain of Memory, jetzt weiß ich meine eigenen Projekte gerade nicht. Eternal Eden, aber da bin ich jetzt eigentlich schon fertig mit Aufnehmen. Die Parts muss ich nur noch alle hochladen. Und American McGee's Alice. Und dann spiele ich noch nebenher mal The Ninja, Soulforge, Gothic, Don't Starve, habe ich ja schon genannt. Scratches Director's Cut, Evoland. Aber Evoland bin ich jetzt eigentlich komplett durch. 100%, habe auch alle Errungenschaften. Botanicula. Und Angry Birds Base, das sind so die ich gerade installiert habe und auch momentan am häufigsten spiele, wenn ich dazu komme. Dann immer mal wieder spiele ich in letzter Zeit auch mal Zelda-Spiele oder, ja, wie gesagt, die Pokémon-Spiele auf meinem DS. Dann auf dem DS spiele ich auch noch so ein Englisch-Lernspiel, das ich geschenkt bekommen habe von der Dusselchen. Ah, liebe Grüße an der Stelle an sie. Oh Gott, was spiele ich da noch? Ja, eigentlich, das war's dann eigentlich. Reicht auch, finde ich. Im Moment. Ich komme eh momentan nicht so oft zum Zocken, was ich schade finde. Gut. Dann die fünfte Frage. Nenne deine aktuellen Top 3 Spiele aller Zeiten. Oh Gott, also. Da muss ich jetzt länger kurz drüber nachdenken. Ich fange mal von unten an. Platz 3. Was ist bei mir Platz 3? Eigentlich Zelda The Minish Cap. Das Spiel hat mich mein ganzes Leben jetzt schon so bekleidet. Und ich war auch überhaupt bisher total begeistert davon. Also habe ich auch Let's Played und muss ehrlich sagen, das war bisher neben Phantom Hourglass mein Lieblingsteil. Also ja, kann man eigentlich so sagen. Und dadurch, dass ich halt einfach The Minish Cap schon so häufig gespielt habe und so gerne und alles. Ja, kann ich eigentlich sagen, dass es Platz 3 meiner Lieblingsspiele ist. Platz 2 ist die Pokémon Schwarze 2. Ich bin einfach total begeistert von dieser Edition. Die Story, dann wie toll man da überhaupt trainieren kann. Ich finde halt, das EV- und DV-Training geht da vor allem sehr, sehr gut. Ich beschäftige mich momentan auch ziemlich stark damit und versuche da ein richtig gutes Team zu machen. Leider klappt es nicht mehr vor dem Pokémon Day, der ist nämlich jetzt am Sonntag. Falls es am Sonntag rauskommt, dieses Video. Am 15.09. ist der Pokémon Day in Nürnberg und da bin ich auch dabei. Nur nicht an den Turnieren. Das klappt nicht. Das sind meine Pokémon auch so schwach. Ja, Top 1 ist Eternal Eden. Dieses Spiel hat mich emotional so stark berührt. Ich habe so eine Sympathie zu den Charakteren aufgebaut und einfach die ganze Story hat mich so mitgerissen. Das merkt man dann auch im Let's Play dann noch. Es kommt noch, keine Sorge. Ich kann euch nur sagen, dieses Spiel, es ist einfach unglaublich. Ich habe noch nie ein Spiel so erlebt, das mich so arg mitgerissen hat und so emotional auch berührt hat, dass ich wirklich am Ende sogar das Heulen anfange. Das hatte ich noch nie. Und da muss ich ehrlich sagen, das kann sich wirklich Top 1 meiner Spiele nennen. Also, wow, das war einfach klasse. Dann, sechstens, von welchem Game hättest du gern eine Fortsetzung? Oh Gott. Da überlege ich gerade. Eternal Eden, auf jeden Fall eine Fortsetzung. Die kommt ja auch noch, das weiß ich. Ansonsten, in welchem Spiel noch? Ja, eigentlich ansonsten alle Spiele, die ich sonst so mag, haben, glaube ich, auch eine Fortsetzung. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich muss mal nachgucken, was ich noch so habe. Vielleicht eine Fortsetzung von Botanicula? Das Spiel war eh schon so süß. Dann, ja, keine Ahnung. Mir fällt ansonsten nichts ein, was irgendwie noch keine Fortsetzung hat. Von welchen ich aber gerne Fortsetzung hätte. Weil von den Spielen, die ich sonst so mag, da kommen jetzt alle entweder Fortsetzungen raus oder sind schon rausgekommen. Zum Beispiel bei Pokémon oder bei Zelda gibt es auch ganz viele Teile. Aber ansonsten wüsste ich nicht, was da fehlt. Ich kann ja irgendwie, wenn ich mal eins weiß, dann spreche ich es mal an. Mir fällt aber gerade jetzt schon spontan eigentlich nichts ein. Gut,
Siebtens, welche Hobbys bzw. Leidenschaften pflegst du neben dem Gaming? Ja, das wissen viele ganz bestimmt schon. Ich mache nebenher gerne ganz gerne Designs. Alle Sachen, die ihr auf meinem Kanal findet, sind von mir. Auf meiner Facebook-Seite ist auch eine Auswahl meiner besten Sachen. Die könnt ihr da bewundern. Und in dem Link in meinem auf meinem Kanal findet ihr auch meinen Shop. Da findet ihr noch viel mehr Designs. Das sind sicher schon locker über 100 Dinger. Ja, das sind mittlerweile wie viele Seiten? 58 Seiten. Und keine Ahnung, pro Seite weiß ich nicht, wie viele Designs es sind, aber das müssten auf jeden Fall schon über 100 sein. Ich musste sogar schon von meiner Festplatte löschen, weil ich sonst gar keinen Platz mehr hätte. Also das ist schon eine ganze Menge. Das mache ich sehr, sehr gern. Dann mache ich nebenher gerne Feedback, ich auch gerne natürlich. Also irgendwie mag ich das, den Leuten zu helfen und mir die Kanäle mal genau unter die Lupe zu nehmen und alles. Ansonsten ist natürlich das Zocken, wenn ich aufnehme, wenn ich mal nicht aufnehme, bla bla. Ach, ja, neben dem Gaming, bla, okay, ich weiß schon, Leute. Ich höre unglaublich gerne Musik und dabei gehe ich am liebsten einfach laufen, weil dann kriege ich den Kopf einfach frei und kann mich auf die Musik konzentrieren. Oder ich liege beim Musikhören im Bett und ja, oder ich mache einfach am Laptop irgendwas. Irgendwas, das, bei dem ich sonst nicht zirren muss. Einfach zum Beispiel höre ich auch gerne Musik, wenn ich gerade Designs mache. Wobei ich da eigentlich am liebsten auch Videos gucke. Aber keine Ahnung, ich muss meistens zu der Musik auch irgendwie was machen, wo ich nicht, wo mein Körper einfach Bewegung bekommt. Weil, wie ihr wisst, ich höre Heavy Metal und vor allem die Bands zähle ich mal anders auf, habe ich jetzt keine Lust. Ja, und dazu die Musik, die erfüllt mich immer mit so viel Power und ja, da muss ich einfach immer irgendwas machen, bei dem ich auch die Power gleich wieder verarbeiten kann, sozusagen. Ja, was mache ich sonst noch nebenher? Also, neben dem Game. Ich überlege gerade, eigentlich ist es nicht so viel. Ich bin voll hobbylos, na Spaß. Ja, ich surfe und chatte ziemlich gern mit meinen Freunden. Da bin ich noch ganz gerne im LPF unterwegs und ja, ansonsten fällt mir jetzt gerade nicht ein, was nennenswert wäre. Das reicht, glaube ich, auch für den Moment. Gut, dann kommen wir zur achten Frage. Welche Konsole eingeschlossen Handhelds besitzt du? Bei meinem Vater in Baden-Württemberg haben wir noch die Nintendo 64, die besitzen wir noch. Der Game Boy Advance ist leider kaputt gegangen. Für das Nintendo 64 bräuchten wir aber nochmal ein neues Kabel zum Fernseher. Aber meine Mutter überlegt schon, ob sie da nicht eins holt und dann hätten wir wieder den Nintendo 64. Der müsste eigentlich nicht funktionieren. Ja, und ansonsten habe ich einen Nintendo DSi. Aber ansonsten eigentlich gar nichts, außer die beiden. Ja, ich bin im Nintendo DS und allgemein den Gameboy-Zeugs allgemein eigentlich eher treu geblieben. Ich werde mir in Zukunft aber vielleicht. Ja, in Zukunft werde ich mir entweder eine Xbox oder eine PS3 irgendwann mal holen. Ist schon länger in Planung, aber erstmal muss ein neuer PC her. Das ist das Allerwichtigste. Und das kann alles noch ein bisschen dauern, weil ihr wisst ja, ich verdiene noch nicht so viel Geld. Aber ich denke, das wird jetzt. Ich verdiene eigentlich momentan gar nichts. Ich bin aber schon auf der Suche nach einem Nebenjob. Naja, aber das wird schon. Gut. Dann neunte Frage. Nenne deine Top 3 Spiele-Serien. Ja, egal. Vergiss das einfach. Top 3 Spiele-Serien. Ja, Pokémon auf jeden Fall. Ich weiß jetzt. Wobei, das ist Top 1. Platz 1, ja. Pokémon. Ich mag die Zelda-Reihe total gerne. Ist eher so, aber Platz 3. Und Platz 2. So, jetzt überlegen wir mal, was könnte Platz 2 sein? Ich habe ja noch nicht so viel jetzt ausprobiert. Aber von was ich momentan ja total begeistert bin, ist die Tunnel Eden. Aber das ist noch keine Reihe. Dann warte ich noch ab, was die weiteren Fortsetzungen jetzt bringen. Die jetzt irgendwann ja mal rauskommen sollten. Schon letztes Jahr, so viel ich weiß. Oder Ende letztes Jahr. Ja, egal. Top
Platz 2, oh Gott. Was könnte Platz 2 bei mir sein? Gute Frage. Oh, Assassin's Creed. Ich liebe die Assassin's Creed-Reihe. Ich liebe sie einfach. Also, Top 2, Platz 2 ist Assassin's Creed-Reihe. Da bin ich auch schon auf den vierten Teil jetzt gespannt. Und ich will die alle mal zocken. Wenn es die mal ein Bundle gibt, dann muss ich mir das unbedingt besorgen. Aber ich glaube es eher weniger. Naja, auf jeden Fall. Gut, das waren jetzt meine Top 3. Also Top Platz 3, Zelda-Reihe. Platz 2 Assassin's Creed und Platz 1 Pokémon natürlich, weil Pokémon einfach mich schon mein ganzes Leben lang begleitet und ich einfach noch große Erwartungen in diese Serie habe. Ja, trotzdem neuen Pokémon. Ich mag die irgendwie, ich weiß nicht. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage, in Anführungszeichen. Zehntens, finde abschließende Worte zum Thema Gaming. Oh Gott, abschließende Worte. Ja, es ist halt ein tolles Hobby und ich bin froh, dass es Games gibt, weil sonst wäre ich ja keine Let's Playerin und würde auch keine so tollen Menschen kennen, die ich bisher kennengelernt habe. Gerade über das Let's Playen vor allem. Und ja, auch allgemein finde ich, dass man da gut in andere Welten abtauchen kann und mal Sachen erleben kann, die man im Alltag eigentlich nicht erleben kann. Normalerweise. Und keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, ich bin einfach froh, dass ich darüber einfach Leute kennengelernt habe, die ich jetzt so, die mir so sehr ins Herz gewachsen sind. Und auch, dass es da Geschichten gibt in den Spielen an sich, die auch mich so tief berühren, wie zum Beispiel bei Eternal Eden. Freut euch aufs Finale, glaubt mir, das wird klasse. Und ja, das war's eigentlich. So, gut, da muss ich noch taggen. Ich hätte ja eine gewisse Person getaggt, aber die hat leider dieses Tag-Spiel schon gespielt, deswegen kann ich die nicht taggen. Gut, dafür kann ich aber 5 andere Leute taggen. Und zwar tagge ich den Rainbird LP, der Julia Trin, Il Negoya, Peacemaker zockt und The Coffings. Was ihr daraus macht, ist eure Sache. Aber ich würde mich schon freuen, wenn ihr das einfach als Video bringt. Ja. Wenn ihr das Spiel schon gespielt habt und ich das übersehen habt, dann ignoriert es. Dann braucht ihr einfach gar nicht irgendwie das Video zu machen. Aber ansonsten, ich habe eigentlich bei euch nichts gefunden, deswegen bin ich gespannt, was ihr daraus macht. Und ja. Dann verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns dann in einem Let's Play oder in einem anderen Video. Bis dann. Tschüss.